psychologischen Analyse. Und heute betrachten wir nochmal das Thema, was denn der Transformator Pluto im Wassermann macht, also das Pluto, der Planet, der im Wassermann ist, der dann ab September noch einmal zurückgeht in den Steinbock. Ja, diese Zeit Pluto in Steinbock, diese 20 Jahre, die uns die großen Finanzkrisen beschert haben, die uns auch diesen großen Bankenumbruch beschert haben. Also da geht der Pluto noch einmal zurück, bis er dann November 2024 endgültig ins Wassermannzeichen zurückkehrt und dort auch bleibt. Und ich denke, es ist ganz gut, dass man sich einmal diese Grundtendenzen bewusst macht, denn das ist ja ein kollektives Geschehen, das heißt 20 Jahre in einem Zeichen, das ist ein Generationsplanet. Also das ist jetzt nicht so, dass natürlich wirst du individuell davon betroffen, aber das ist auch etwas, das wirklich die Zeiten prägt, die Zeiten für die Menschheit prägt. Und dass da auch gewisse Tendenzen natürlich auftauchen. Und deshalb ist es wieder gut, dass man sich mit diesem Prinzip beschäftigt. Wir haben ja Pluto Steinbock. Wir haben da dann einen kleinen Rückblick, eine kleine Reprise noch einmal. Wie gesagt, wenn Pluto zurückkehrt ab September. Und da wird es dann interessant, dass du dich wirklich ein bisschen so beschäftigst mit Finanzthemen, mit Themen der Banken, ob da etwas auftaucht in den Zeitungen. Denn ich bin der Meinung, dass da eigentlich wieder was daherkommen sollte. Mit finanziellen Umbruch, mit Umstellungen von Währungen vielleicht. Also da einfach einmal ein bisschen schauen und beobachten. Das ist in der Zeit von September bis November 2024 noch einmal, geht das noch einmal in eine heiße Phase rein. Ja, da wiederholen sich noch einmal die Themen. Denn wenn man sich das so vorstellt, 2008, Pluto ist in Steinbock gekommen damals. Da gab es dann auch 2009 den Bitcoin, 2008 natürlich die große Finanzkrise, diese Immobilienblase, die geplatzt ist. Ja. Also auch die Transformation wirklich der Materie, der Pseudomaterie, also alles, was eigentlich nicht haltbar war, ja, was die Grenzen des Individuums gesprengt hat. Ja, wenn man sagt, okay, ich habe mich bei etwas übernommen, bei einem Hauskauf, bei einer Überschuldung. All das hat Pluto da ja die letzten 20 Jahre extrem durchgewirbelt und auch dazu geführt, dass sich manches eben zwanghaft reduziert hat, aber manches natürlich auch dann transformiert hat und da auch so den Platz gefunden hat. Wir hatten natürlich in dieser Zeit auch die ganzen Lockdowns, diese Macht, diesen Macht, Missbrauch fast, also über Gesetze, über Normen, über Regeln. Also Missbrauch ist immer auch ganz stark mit Pluto verbunden. Und Steinbock ist das Prinzip der Eingrenzung, ist ein konkretes Prinzip, ist ein bestimmendes Prinzip. Wenn wir jetzt weiterschauen in den Wassermann, und da spielt sich ja Pluto-Wassermann ab, ist Uranus Wassermann-Prinzip, ja, ist so ein Freiheitskämpfer, das uranische Prinzip, das Prinzip der französischen Revolution. Ich habe schon darüber gesprochen, also wenn Pluto in den Wassermann geht, ist es ein umbrüchlerisches, ein unruhiges, eine sehr unruhige, volatile Zeit, die sich sehr, sehr schnell bewegt, wo alte Regeln, Grenzen, Gesetze, Normen relativ leicht und relativ schnell über den Haufen geworfen werden können. Und in dieser Zeit sind wir jetzt. Und wenn es dir so geht, wie vielen anderen, die immer eine Orientierung suchen, die immer sagen, wie geht was weiter, was wird passieren, also diese Zukunftssorgen, Zukunftsängste, werden da immer mehr, weil wir halt gewohnt sind, in Grenzen, in Regeln, in Normen zu denken, dass wir davon ausgehen, das, was heute noch da ist, ist morgen auch noch da. Und das ist eben etwas, was unter diesen Vorzeichen extrem in Gefahr ist, beziehungsweise extrem etwas ist, wo man sagt, man muss sich darauf einstellen, auf den Wandel. Also wirklich, der Wandel ist eigentlich so das, auf was wir uns einstellen können. Auf der individuellen Ebene bedeutet Pluto in Wassermann auch, natürlich Freiheit, auf der einen Seite Wassermann-Prinzip, neue Freiheit, ja. Auf der anderen Seite allerdings auch diese Macht, ja, oder auch der Zwang, Macht und Ohnmacht, Freiheit. Ja. Und wenn wir jetzt einmal sagen, wir haben Ohnmacht durch Freiheit, ich möchte das jetzt einfach mal so benennen, also die Ohnmacht durch die freie Wahl, durch das, dass wir
anscheinend alles sein können, was wir wollen, dann ist das natürlich schon auch ein Thema dieser Zeit und passt auch sehr gut dazu. Also dieses, wenn ich alles sein kann, ja, wer bin ich denn überhaupt? Wenn das nämlich schon eine Frage ist und ich kann jetzt schon alles sein und alles hinterfragen, dann wird das natürlich noch extrem wackeliger und noch extrem unsicherer. Das heißt, wir züchten uns da eigentlich jetzt auch Probleme, die es vielleicht vorher noch nicht so gegeben hat, wo manches noch beschränkter, eingeschränkter war. Das heißt nicht, dass alles neu schlecht sein muss. Nur wir müssen uns bewusst sein, dass diese Phase eine extrem umbrüchlerische Phase ist und auch etwas, wo eben Gesellschaften zerspringen können. Siehe Zeit der Französischen Revolution, es waren ja Zyklen, ja, diese Revolution. Und genauso in diesen Zyklen, in diesen Schwämmen, wird das auch bei uns weitergehen und wird das auch bei uns passieren. Das, was den Wassermann auszeichnet, jetzt vom Prinzip her, ist natürlich so, du kannst dir das so vorstellen, der steht zwischen Grenze, Bestimmung, ja, dort, wo man sagt, okay, für das bin ich bestimmt, also zwischen dem Steinbock-Prinzip und zwischen dem Unendlichen, diesem alles ist möglich, alles ist offen. Also dieser Weite des Fisches, ja, dieses Fischezeichen, Steinbock-Zeichen und in der Mitte steht der Wassermann. Jetzt, wenn man sich das so vom Tierkreis her anschaut. Und das bedeutet einfach auch, dass der Wassermann sich oft einmal nicht festlegen will oder festlegen kann. Warum kann sich der nicht festlegen? Weil der Wassermann einfach sieht, was alles möglich wäre. Und der weiß, wenn ich den einen Weg gehe, fallen so viele andere Türen zu. Und das wird halt wirklich so ein Eiertanz jetzt werden, auch mit Pluto, wo dieses Zeichen extrem aspektiert wird. Pluto, der Transformator, der eigentlich will, lass Ideen sterben. Und behalte dir die Ideen, die zu dir passen. Wenn du es dir überlegst, die Französische Revolution, was ist denn passiert? Die Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wir sind alle gleich, alle sollen frei sein. Es wurde im Prinzip ein System, ein Herrschaftssystem, na, mit einem anderen System ausgewechselt. Und es hat sich ja im Prinzip zwar in der Idee was geändert, aber hat sich konkret etwas geändert für jemanden, der nicht politisch interessiert ist, der nicht nach Macht strebt? Hat sich da so viel geändert? Das ist hier die Frage. Und das heißt, die Idee ist da, die Idee ist gut, die Idee ist geboren, aber wurde die Idee wirklich manifestiert? Und da reden wir jetzt von 300 Jahren, 250 Jahren, also. Das ist eben so die Frage. Das ist eine Geburt der unsterblichen Ideen, weil der Pluto da dafür sorgt, dass er sagt, der hält ja an Ideen fest. Pluto ist ja der, der auch sich an Familienprogramme krallt, quasi, die dann immer wiederholt werden, also die immer da sind, bis sie halt einfach erfüllt werden. Und wann werden sie erfüllt? Erfüllt wird eine Idee dann, wenn sie konkret wird, das heißt, wenn sie gelebt wird. Du kannst die ganze Zeit überlegen, ja, ich möchte eigentlich Gitarrist sein oder weltbekannter Gitarrist. Und du weißt, du hast das in dir. Aber du wirst es erst merken, ob sich dieses Potenzial, diese Idee erfüllen lässt, wenn du es einmal angehst, wenn du dir Gitarrenunterricht nimmst und wenn du zu üben beginnst. Und wenn du dann merkst, hey, Moment, ich bleibe da gar nicht so dran, das Üben macht mir gar nicht so viel Spaß, das Instrument macht mir gar nicht so viel Spaß, dann wird dieser Karriereweg wahrscheinlich nichts für dich sein. Und dann ist aber diese Idee auch gestorben, weil dann kannst du einen Hackerl drunter machen. Und nicht einmal sagen, ja, ich bin da gescheitert. Nein, das stimmt ja nicht, sondern du hast deine Idee aus deinem Kopf gekriegt. Sie ist, dein Kopf ist wieder freier, um sich an etwas Neues zu binden. Und diese Freiheit für etwas Verbindliches ist auch, denke ich, ein Zeichen dieser Pluto-Uranus-Zeit. Das heißt, du musst unterscheiden, mit was umgebe ich mich, mit was möchte ich in meinem, was möchte ich in meinem Umfeld auch haben und wovon möchte ich mich befreien? Das heißt, worüber habe ich die Kontrolle und alles, was mir die Kontrolle nimmt oder mir weniger Kontrolle gibt, ist auch ein Riesenthema. Ja, also, dass du konfrontiert wirst mit Dingen, die dich enorm einschränken, die eigentlich gehen sollten und Dinge, wo du sagst, okay, da sollte ich eigentlich, das macht mich eigentlich freier, das bereichert mich eigentlich, wenn das in meinem Umfeld drinnen ist. Und das sind eben dann diese Stirb- und Werdeprozesse, die du im Individuellen haben kannst, aber auch natürlich im Kollektiven, wo man dann sagt, okay, was passt denn jetzt wirklich?
Welche Ideen passen denn gut für eine politische Führung zum Beispiel? Also du hast eben wirklich das Überraschungsmoment und du hast Macht und Ohnmacht über Pluto in Wassermann. Und das ist eben eine Zeit, die dann ab November, also wie gesagt, im September geht er nochmal zurück in Steinbock. Da werden die Steinbock-Themen noch einmal aufflammen. Bankenwesen, Finanzen. Da werden wir sicher einiges hören. Also ich bin davon überzeugt und schau das einfach mal an. Und dann ab November sind wir absolut in dieser Wassermann-Pluto-Phase. Also Pluto ist dann im Wassermann für die nächsten 20 Jahre. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert denn da? Also was passiert denn November rum? Und das sind sie vielleicht dann schon so Vorzeichen für die nächsten 20 Jahre, die da kommen werden. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du in solchen Zeiten des Aufruhrs, in solchen Zeiten des Umbruchs immer bei dir bleibst. Der Umbruch passiert natürlich, aber der soll dich als Individuum nicht schwächen oder verunsichern. Denn ich bin schon davon überzeugt, dass das alles einen guten Funken hat, einen Sinn macht, einen positiven Kern hat. Also ich bin da schon sehr optimistisch immer, was das angeht. Und du solltest da auch keine Angst davor haben. Also was ist das Thema? Mach dir bewusst, lass dich nicht zwingen, irgendetwas aufzugeben, was dir aber entspricht. Nur weil man sagt, okay, das ist ein Wert, eine Idee, die womöglich nicht zeitgemäß ist, wenn es für dich passt, behalte es dir. Irgendwann transformiert sich sowieso. Achte ganz genau darauf, was schränkt dich ein, was verleiht dir Flügel, ja? Was ist an deinen Werten so, dass man sagt, das gibt mir noch Auftrieb, das bringt mich weiter, und was hält dich eher unten? Und das ist sicher eines dieser Themen. Aber lass dich nicht durch die Freiheit missbrauchen und werde nicht durch Freiheit missbraucht. Ganz einfach, werde einfach nicht durch Freiheit missbraucht. Das ist der ganze Witz der Sache. Gut, das wären einmal so Gedanken noch einmal zu Pluto Wassermann. Ich denke, wir werden uns noch öfter damit beschäftigen. Und auch wenn du es schon gehört hast, ist es, denke ich, immer wieder gut, sich mit diesen Prinzipien auseinanderzusetzen. Denn Astrologie ist letzten Endes auch eine Auseinandersetzung mit gewissen Wirklichkeiten, mit gewissen Ideen, mit gewissen geistigen Prinzipien. Und wenn man das immer wieder wiederholt und wenn einem das dann so in den Fluss reinbringt, dann kann man das Leben ganz anders gestalten. Und dann kann man auch die eigene Wirklichkeit ganz anders gestalten. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Das Wetter sollte jetzt wieder schöner werden. Und ja, vielleicht sehen wir uns einmal auch bei einem Workshop. Am 23. Juni habe ich den Workshop Toxische Muster erkennen und lösen. Also auch ein sehr plutonisch-uranisches Thema eigentlich. Also wenn dich das interessiert, gerne noch anmelden. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss.